Herzlich willkommen, liebe Freunde. Da ist das Vögelchen. Ein Wort in deutscher Sprache für Menschen, die der deutschen Sprache mächtig sind und die an der Wiedererweckung ihres natürlichen Standes interessiert sind. Ja. Und ich werde das jetzt abspielen. Und dann kannst du es dir anhören, wenn du willst. Ne? Und los geht es mit der Botschaft. Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist der 17. September 2024 im grenzenlosen Raum. Heute eine Praktik. Praktische Anregung oder Hinweisung, die dir dabei helfen könnte, zur Besinnung zu kommen. Es ist nur eine kleine Anregung, die Anlass geben könnte, um mehr erfahren zu wollen. Kurze Pause. Wozu mehr erfahren? Nicht gleich wieder abschalten in der Birne, sondern dranbleiben. Das ist ganz wichtig. Sonst, ja, geht's nicht. Ja, zur Thematik. Der Einkehr, sogenannte Einkehr, also Praxis. Was für eine Praxis? Ja, die Praxis der Einkehr. Ja, worin einkehren? Ja, das ist genau der Punkt. In die Quelle. In die Quelle der sogenannten Versorgung eines Menschen. Ja, das ist wieder verallgemeinernd. In meiner Versorgung, so heißt es weltlich, in meiner Nährung. Und was hat es jetzt mit dir zu tun? Ja, weil für dich genau das Gleiche gilt. Das Wissen um die Quelle deiner Nährung wird dir Unabhängigkeit von externen Faktoren inklusive anderer Menschen eröffnen. So, Unabhängigkeit, was heißt das? Ja, finanzielle Unabhängigkeit, so das mal ein Punkt, der bei vielen, bei den meisten, bei fast allen ganz oben steht, nachvollziehbarerweise. Doch es gibt mehr als das, die Nährung mit Lebensenergie, die überhaupt die Grundlage für das Leben in diesem Leib, in dieser sogenannten Welt ist. Und von der Fülle der Energie, die ein Mensch zu empfangen fähig ist, hängt alles weitere ab. Davon hängt es ab, wie erfolgreich er ist, wie strahlend er ist, wie was er zu geben hat, wie attraktiv er ist in den Augen der Welt, wie viel Inspiration er hat, um seine Begeisterung zum Ausdruck zu bringen, auf das andere davon berührt sind. Und natürlich ist der
das Wissen um die Quelle und wie sie eröffnet wird, wie der Mensch, also du, diese Quelle bewusst nutzen kann, entscheidend darüber, wie die Verfassung des Leibes ist, des Stofflichen und des Mentalen. Stoffliche Verfassung heißt Gesundheit, Wohlbefinden und so weiter. Mentale Verfassung heißt, ja, genau das Gleiche. Mental. Übrigens, die Verfassung des stofflichen Leibes geht hervor, da ist das Vögelchen, aus der Verfassung des mentalen Leibes. Das ist klar, oder? Jemand, der in sich nicht in Ordnung ist, der wird auch keine Ordnung im Außen zum Ausdruck bringen können. Das bedeutet, die Schöpfung der Bedingungen, die wir im Außen sehen können, geschieht von innen. Das nur am Rande. Das Wohlbefinden, Gesundheit und so weiter. Widerstandsfähigkeit, Integrität und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Eine kurze Anregung, die, wie gesagt, dich dazu ermutigen soll, mehr in Erfahrung bringen zu wollen, um eben all diese Qualitäten zu eröffnen in deinem Leben, nämlich Gesundheit, Beziehungsfähigkeit, Integrität, Fülle und so weiter. Also, die Einkehr zur Quelle. Wir befinden uns in einer großen Badewanne, die mit Wasser gefüllt ist. Bisweilen kann das Wasser kalt werden, wenn wir es nicht beständig neu einfließen lassen. Das liegt daran, dass die Wärme nach außen strebt. Doch auch das ist kein Problem. Schließlich haben wir ja alle die Möglichkeit, wann immer wir Erneuerung und Erwärmung wünschen, neues Wasser einfließen zu lassen. So ist es in der Wanne. Und so ist es in unser aller Leben. Die Wanne gleicht unserem Leib, während der Hahn unserem Herzen gleicht. Wir leben in einem Leib, der mit Wasser gefüllt ist. Wie auch die Wanne, so hat auch der Leib eine Begrenzung, die es ihm ermöglicht, die Füllung halten zu können. Doch wo kommt die Erfüllung her, die den Leib belebt? Auch sie kommt aus einem Hahn, der unaufhörlich sprudelt. Wenn wir uns seiner bewusst sind, können wir ihn nutzen. Dieser Speier ist unser Herz. Dieses Herz ist die Quelle all dessen, was wir, die Menschen, zum Leben brauchen. So wie wir als Badende den Wasserhahn sehen können, so können wir als bewusste Menschen auch das stoffliche Herz betrachten.
Doch sollten wir uns immer bewusst darum sein, dass weder der Wasserhahn noch das Herz etwas zu geben hätten, wenn sie nicht an die Quelle angeschlossen wären. Ist es nicht so? Um einen schönen, warmen und reinigenden Aufenthalt in der Wanne zu genießen, brauchen wir nicht einmal zu wissen, wo das erquickende Wasser herkommt. Es genügt, wenn wir als Badende wissen, wo der Hahn zu finden ist und wie wir uns seiner bedienen. Wer allerdings zu faul ist, den Hahn zu öffnen, oder zu blind, also zu dumpf, also zu blöde, um ihn zu erkennen, der wird auf kurz oder lang erfrieren. Ist es im Leben nicht ganz genau so? Das ist die Botschaft vom 17. September 2024 im grenzenlosen Raum von dem Mensch Jivako. Dranbleiben, jetzt kommt noch was Wichtiges. Der diese Botschaft, diese und auch alle anderen, nur deshalb gibt, um dich, den Hörer, zu ermutigen, tiefer einzutauchen in die Thematik, in die Praxis zu kommen, weitere Erklärungen zu nutzen, um dann in seine eigene Erfahrung zu gelangen, die im günstigsten Falle dann wiederum geteilt werden können mit anderen, um auch diese aufmerksam zu machen und auch diese zu ermutigen und in dieser Weise dazu beitragen, dieses essentielle Wissen in die Welt zu tragen, zum Wohle, zum Nutzen der Menschen. So sieht es von meiner Seite aus. Der Ort ist bekannt, die Universalität. Ja, das ist ein Ort, an dem Wissen weitergegeben wird, an dem praktiziert wird. Der ist bekannt, der Ort, der steht offen all jenen, die genau daran interessiert sind. Denn darum geht es an diesem Ort und um nichts anderes. Essentiell betrachtet, alles weitere Schöne, was hier an diesem Ort geschieht und erlebt werden kann, ist the cherry on the top, wie es die Amis sagen, also die Kirsche auf der Torte. Oben drauf. Genau. Es gibt den Telegram-Kanal Jivako Universe mit Tonnen von Erklärungen, Wissen, Inspirationen, die alle freigegeben sind, also umsonst, wie es in der Welt heißt, ohne dass einer einen Penny dafür geben müsste oder irgendetwas. Ist alles frei, wahr? So freigebig kann ich sein, weil ich in der Fülle lebe. Das heißt, es sprudelt die ganze Zeit. Und so kann es auch bei dir und jedem anderen sein. Genau. Unterstützung ist immer willkommen. Gaben sind immer willkommen für diesen Ort und auch für die Aktivität von dem Menschen da, dem Jivako, auf das er das alles tun kann. Das können diejenigen tun, die einen Wert in ihm und seinen Wirken erkennen, beziehungsweise in diesem Ort hier,
Die anderen können das nicht, weil sie eben nicht den Wert erkennen oder weil sie nicht imstande sind, etwas geben zu können, weil sie der Überzeugung sind, nichts zu haben, was sie geben könnten. Also Armut. Und auch das ist ja heilbar, ganz klar, das Armutsbewusstsein durch andere Steuerung der Aufmerksamkeit. Also durch konkrete Praxis, die wiederum hier für alle frei erhältlich ist im Telegram-Kanal Jivaka Universe, in dem Kanal Ungeimpft, der wahre Virus sitzt im Kopf, in den Büchern, das Buch der Macht, es ist Licht, Made in Germany, das Ende der Besatzung, auf dem YouTube-Kanal Jivaka World mit über 1000 Videos. Es ist tonnenweise Material in der Welt, das ich geschöpft habe über viele Jahre hinweg und das ich frei herausgebe, ohne einen Penny dafür zu verlangen. Ich verlange gar nichts. Und ich nehme alles Gute an von denjenigen, die etwas Gutes zu geben haben. Und das Gute beinhaltet, es kann nur gut sein, wenn es frei ist von Erwartungen. Der Dank liegt in der Tat. Und jetzt habe ich hier einige Anregungen gegeben aus meinem Mund für dich, mit denen du machen kannst, was du willst. Am schönsten fände ich es, wenn du sie nutzt, um etwas daraus zu machen, um in die Praxis zu kommen, um hierher zu kommen, um Erfolg zu haben, Erfolg zu teilen und in dieser Weise, so wie ich auch als Diplomat in dieser Welt tätig sein kannst, um das Gute an deine Nächsten zu bringen, so wie ich das auch mache. Darum geht es hier. In Fülle, in Einigkeit, in Recht und in Freiheit, sagt das hier der Jivako zu dir. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir von Herzen alles Gute. Genau. Und es gibt übrigens auch noch die Internetseite dergrenzenloseraum.com und auch die Internetseite jivako.com. Auch mit der Möglichkeit, beziehungsweise nicht der Möglichkeit, sondern mit der Information, wie du das Gute, was du hier erkennst, unterstützen kannst durch eine konkrete finanzielle Gabe. Das ist der leichteste Weg. Den kann man nutzen, selbst ohne hierher zu kommen oder die leibliche Nähe zu suchen und zu finden. Also es ist eine leichte Möglichkeit, das hier zu unterstützen. Für diejenigen, die das wollen können, weil sie den Wert hierin erkennen und letztlich den Wert in sich selbst erkannt haben. Denn nur dann werden sie ja überhaupt einen Wert zu geben haben. Kapisch? Ja, ist alles ganz easy. Es erfordert nur eins: Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Und das ist Herzlichkeit. Bewusstsein um die Wahrheit. Und das ist jetzt genug für heute. Habt es gut. Bis bald. Tschüss. Das war die Botschaft für heute und noch ein Wort für all jene, die es gewohnt sind, von meiner Seite aus diese Videobotschaften hier auf YouTube zu betrachten. Ich habe jetzt über viele Jahre hinweg über 1000 Videos veröffentlicht.
die du alle hier einsehen kannst. In der letzten Zeit sind das ein paar weniger. Auch die Wochenschau ist für diesen Augenblick in der Zeit ausgesetzt. Das heißt aber nicht, dass ich weniger mache oder weniger veröffentliche. Das heißt nur, dass ich weniger auf YouTube veröffentliche. Und nun, all jene, die die Bereitschaft haben, auf Telegram zu schauen, auf den Telegram-Kanal Jivaka Universe, in den jeder rein kann, da wirst du vieles finden, tägliches finden von meiner Seite aus, was dir konkret helfen kann mit den Herausforderungen des Tages leichter, vielleicht leichter umgehen zu können. Du wirst Mittel in die Hand bekommen, wie gewohnt hier auf YouTube. Ich halte das natürlich hier am Laufen bei YouTube, doch wie gesagt, komm vorbei auf den Kanal, Telegram-Kanal Jivaka Universe, beziehungsweise auf den Kanal Ungeimpft, der wahre Virus sitzt im Kopf, und du wirst allerhand erhellende, klärende Informationen bekommen und auch erbauliche Informationen bekommen, die du konkret nutzen kannst, um dich aufzuladen, um in dieser Welt kraftvoll, freudvoll und entspannt tätig sein zu können. Und das war es für heute, das ist es für heute, und ich danke von Herzen all jenen Menschen, die mir über die Jahre hinweg die Treue gehalten haben und mein Wirken durch ihre Gabe unterstützt haben und unterstützen. Und dafür bin ich nach wie vor sehr, sehr dankbar. Also behabt euch wohl, wie es so schön heißt, habt es gut. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube, beziehungsweise für diejenigen, die live dabei sein wollen, in meinem Leben daran teilhaben wollen und auch Nutzen davon haben wollen, dann fühlt euch herzlich eingeladen auf die Plattform Telegram, auf den Kanal Jivaka Universe. Bis dahin, habt's gut, ihr Lieben. Wir sind einig. Bis dann. Ciao. Und übrigens, was ich hier zu mir genommen habe, ist eine sehr gute Medizin. Nur mal so nebenbei bemerkt. Also, Tschüssikowski.